Action, Lautstärke und Team Spirit. Das Sportjahr 2020 hat viele Höhepunkte zu bieten. Die Berliner Bäder starten mit einem Debüt ins neue Jahrzehnt. Bereits in den frühen Morgenstunden lässt der Drachenboot Indoor Cup das Becken der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark brodeln. Spaß, Firmen und Vereinsteams wie zum Beispiel die Berliner Feuerwehr, Berliner Luft und Überholverbot können um die Wette paddeln und den Drachenboot-Champion krönen. Das war eine Idee unseres Teams hier in der SSE, um mal auch etwas anderes als die üblichen Veranstaltungen hier durchzuführen. Eigentlich werden Drachenbootrennen ja auf Seen und Kanälen ausgetragen, wobei eine bestimmte Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückgelegt werden muss. Aber beim Indoor Cup läuft es anders. Die Gegner sitzen sich Augen in Augen einem Boot gegenüber. Nach dem Startsignal paddeln dann beide Teams los. Es wird um jeden Zentimeter hart gekämpft. Das stärkere Team zieht das schwächere Boot über ein Rollsystem zurück. Nach besten Kräften wird versucht, den Sieg der Kontrahenten zu verhindern. Gewinner ist das Team, welches die markierte Ziellinie erreicht oder nach einer Minute die Nase vorn. Ganz wichtig, dass wir halt auch gerade im Winter nicht auseinanderbrechen, weil wir ja doch draußen zwar unser Training machen, vielen ist es aber zu kalt und da ist Indoor immer eine schöne Alternative. Für eine große Überraschung sorgten auch die Leistungsschwimmer vom Bundesstützpunkt Berlin. Dieses Mal zeigten sie nicht ihre Spezialität im Bahnenschwimmen, sondern im Drachen. Unter ihnen waren auch der frisch gebackene Vize-Europameister und deutscher Rekordhalter Ramon Kletz und der deutsche Meister Ole Braunschweig mit im Boot. Anfangs brauchten die Berliner einige Versuche, um den richtigen Rhythmus zu finden, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Zwei Siege in den Vorläufen, der Einzug ins Viertelfinale, dann ins Halbfinale und letztlich ins große Finale. Damit hätte wohl niemand gerechnet. Hier mussten sie sich dann aber leider knapp gegen den Verein für Kanusport Berlin geschlagen. Besonderes halt, dass es so ein bisschen Ablenkung vom normalen Trainingsalltag ist, also keine Fliesen zählen. Dann auch mal ein bisschen Spaß haben mit der Gruppe, wo man halt auch ein bisschen näher zusammen ist und auch näher in Kontakt zu den anderen hat. Hektisch paddeln und nicht vom Fleck wegkommen kostete den Sportler viele Nerven und Schweißtropfen. Doch vor allem stand der Team Spirit auf der Agenda, der die Zähne zusammenbeißen ließ und erstaunlich Energie der Teams zeigt. Der Lautstärkepegel wurde übertroffen. Kräftig feuerten die Teams ihre Kontrahenten an. Die großartige Atmosphäre wird lange in Erinnerung. Eine Portion Spaß war natürlich garantiert, entweder bei einer kurzen Abkühlung im Schwimmbecken oder in den Pausen. Das Besondere ist der Spaßfaktor in der Halle hier heute Drachenboot zu fahren. Also das erste Mal für uns und super anstrengend, aber macht auch super Spaß. Mit einer einzigartigen Stimmung wurden das Organisationsteam der Berliner Bäder sowie Helferinnen und Helfer für ihr Engagement belohnt. Die Checkliste für die Durchführung eines weiteren Drachenboot-Indoor-Cups liegt auf jeden Fall schon bereit.